Plätze. Leute, Bruder, wir haben noch die geilsten Plätze. Marvin! Ja! Ich hoffe einmal cool. Können Sie einmal cool sagen? Glaubst du, ich darf ihn streicheln? Versuch. Ich will deine Tanzkünste sehen, mein Freund. Was geht, Leon? Was machst du hier um die Uhrzeit, Digga? Ach, ich weiß nicht. Ich fahre jetzt einfach nach Bremen, ja. Ja, 5.13 Uhr, sieht man das? Ja. 5.13 Uhr, wir fahren jetzt nach Bremen, ich komme gar nicht klar. Leute, das wird ein brutaler Vlog. Leute, Stadion-Vlog. Wir sind einfach Bremen gegen Nürnberg im Stadion. So richtig geile Platz vorne, das wird richtig geisteskrank. Wir fahren jetzt einen Tag früher noch hin, damit wir so ein bisschen in Bremen chillen können. Die Stadt ist ja groß. Und dann gucken wir uns einfach alles an. Dann eine Nacht im Hotel, werden wir euch alles zeigen. Das wird einfach geisteskrank. Ich bin richtig aufgeregt. Wir haben jetzt 5 Uhr morgens. Wir fahren jetzt einfach los. Digga, ich freue mich übel. Ich freue mich übel. Der Herr der Marvin Duck Straf. So, Leute. Es ist jetzt mittlerweile 5.46 Uhr. Wir wollten tanken eigentlich gehen. Wir sind jetzt auf der Autobahn. Wir wollten eigentlich tanken gehen. Aber wir haben irgendwie keine Tankstelle gefunden, die jetzt offen hat. Und sonst nur diese selbst tankenden Tankstellen, da wo du mit Karte zahlen musst. Die machen erst alle um 6 Uhr auf. Bisschen mau. Man sieht dich auch noch nicht, weil es so dunkel ist. Bruder, Maufgang. Alter. Aber die Frage ist, Bruder. Wer trifft Marvin Duck morgen? Ja, das ist hier die Frage, die wir, glaube ich, erst morgen beantworten können. Ja, das stimmt, ey. Warum läuft die Musik weiter? Ah, okay. So, 7.50 Uhr, die Uhr ist gerade sogar nochmal umgeschlagen. Wir sind jetzt hier. Da oben ist die. Okay, ja, okay. Azur Shop, Azur Café Shop, okay. Da oben war irgendwas mit Becks. Brauerei, boah. Leute, wir waren on the left side, ja. Okay, man. I'm filming on the left side. Bruder, geisteskrank. Ich weiß nicht, wann das, Bruder. Ja, safe. Stimmt, Bruder. 10 von 10. Geisteskrank. Scheiße. Jakobs, diese Kaffeemuffin. Kaffee-Scheiße. Alter, Bruder. Irgendwie ist auch die Stadt richtig tot gerade. Sieht aus, als wäre wir so einer verlassenen Stadt. Heftig. Mehr kann ich nicht sagen, außer heftig. Der Herr der Marvin Duck Straf. Ja, morgen, ne? Morgen hast du Marvin Duck gesehen, auf jeden Fall. Ja. In Real Life. Warum verletzt er sich heute? Nein, bitte nicht. Das ist jetzt Marvin überhaupt. Schnucksch. Oder hier müsst ihr jetzt. Hello. Das hat er es gesehen. So, was geht, Leute? Wir sind jetzt in einem Parkhaus hier. Wir wollen jetzt nämlich in die Innenstadt. Ein bisschen chillen. Okay. Saturn, direkter Zugang. B- und Entlademöglichkeiten über Parkdeck 6. Hier haben wir so ein komisches Ticket bekommen. Jetzt sieht man nichts, weil es dunkel ist. 2 Vereinsgutschein für ein Kaltgetränk. Ah, Heißgetränk, sorry. Ich habe auf jeden Fall Fetthunger. Ja, same, Bruder, same. Was essen geben? Was? Ein Kaffee? So, wir warten jetzt auf unseren Fahrstuhl. Wir sind jetzt hier in diesem Parkhaus. Hier ist die Innenstadt, die sind wir gleich. Oh, Bruder, sieht voll gut aus. Oh, unser Fahrstuhl ist angekommen. Oh, boah, wie geisteskrank das aussieht, Bruder. Ist von welcher Brand? Das ist wirklich wissen. Ja. Ja, das sag ich nochmal, 6 PM. Oh. Ich kann es nicht sagen. So. Sieht stabil aus. Danke sehr, der Herr. So, jetzt genehmigen wir uns erstmal hier ein Frühstück, Jungs. Ja, Bruder, gleich noch ein Live-Reaction wieder reinreißen. Ja. So, Nougat-Hörnchen, meine Freunde. Mit so ein bisschen Puderzucker, glaube ich, ist da drauf. Das sieht richtig böse aus. Bist du bereit? Mhm. Und? Böse? Bock auch mal. Bock sehr. Bock sehr. So, Leute, hier sind wir in der Mall of Fame. Kann man auch hier sehen, ne? Hier sieht man schon ein paar Leute. Guck mal, Peter Maffay, James Lost. Und hier muss eben, guck mal hier, zoom mal ganz Zeit auf diesen Namen. Bester Mann, Diego Bester Mann, Bremen. Diego Bester Mann, komm, wir gehen mal da durch. Ich führe dich mal. Komm mit, komm mit. So, die erste Person, Sabine Postel. Kennt keiner. Kenn ich nicht, aber hier sind ihre Hände. Mann, Diego. Diego und Thomas Schaaf. Beste Leute, Thomas Schaaf, ehemaliger Bremen-Trainer. Beste Männer. Guck mal hier.
Boah, da waren seine Hände. Nee, noch nicht, das ist Jan Böhmer, warte mal. Böhmer schlafen. Also, chillig. Also, oh, guck mal, Ayrton! Was? Ey, wir waren ja alles. Ja, alle. Ayrton. Nein, eigentlich relativ gleich groß. Boah. Boah, heftig, Leute, mit seiner Unterschrift, ey. Lego Westermann. Egal, gehen wir weiter zu Ayrton, ne? Ayrton auch Westermann. Auch Werder Bremen-Legende. Sehr schön, sehr aromatisch sieht's hier aus. Aromatisch! So, Leute, wir sind hier in der Parfümerieabteilung. Und uns ist sofort was ins Auge gestochen, ne? Film mal hier drauf, Bruder. Wow. Also ich, Boss. Bruder, ich kenne welche, die kommen da mit einem Polohemd zu einer Party. Aber ich kann nicht sagen, wer, Leute. Kann ich nicht sagen. So, es riecht so. Warte mal nochmal. So ein bisschen süßlich. So ein holziger Polohemdduft. Polohemdduft? Oh. Holziger Polohemdduft. Da kommst du, der Balz nicht. Glaubst du, ich darf ihn streicheln? Versuch! So, Leute, wir sind jetzt hier krass mitten in. Wo sind wir gerade durchgelaufen? Durch die Domhofpassage. Da guckt euch mal diesen Ausblick an. Oder ist das geisteskrank, oder nicht? Mhm. Guck mal, wie geil das aussieht. Wir wollen jetzt gerade zurück ins Parkhaus, weil wir wollen ins Hotel gleich. Ich muss auf Toilette, ich muss Twitter aufsuchen. Was geht? Bitte sie einzutreten. So, Leute, natürlich, wir sind jetzt endlich im Hotel angekommen. Jetzt ist mal eine Roomtour, ne? Ich weiß echt, ich schwöre, ich war noch nicht drin. Wir gucken jetzt mal, was ich hier drin habe. Ich schätze einfach auf eine Toilette, Bruder. Oh. Ja, das sieht voll gut aus, ne? Krass. Fuck. Bruder, du hättest nicht mal Film mitnehmen müssen. Guck mal, was? Guck lieber auch mal rein, denn bevor dein. Sieht. Ehrlich, Sauberkeit vom Badezimmer? 10 von 10, ehrlich. Ich kann mich nicht beklagen. Alles sieht hier sehr ordentlich aus. Sehr, sehr gepflegt. Machen wir das Licht aus. So, haben wir noch einen Spiegel. Da ist noch ein Schrank. Hast du den Schrank schon gezeigt? Ist da irgendwas Krasses drin? Ist da noch eine Tür oder ist das offen? Der Schrank. Hm? Hast du geguckt, ob der Schrank offen ist? Das ist so. Das soll so sein. Okay. Da kann man das so fächern. Stabil, nehmen. Stabil. Hier haben wir einen Fernseher. Kann man den irgendwie verschieben? Nö. Ich werde damit abwechseln. So, und hier wäre unsere Aussicht. Oder? Wir haben schon echt ein großes. Kann man die aufmachen? Boah! Oh shit! Ganz böse. Das kann man nicht öffnen. Wir haben einen schönen Ausblick auf die Baustelle von Bremen, ne? Ist ein bisschen mau, aber was soll man machen? Ist jetzt auch nicht so schlimm, als es geht. Aber. Und du weißt, was jetzt ansteht? Bettentest. Bettentest, meine Freunde. Ihr wisst ja. Ich kann ja keinen Anlauf nehmen, ne? Aber Bruder, Stefan, ich fall vom Bett. Okay, bist du bereit? Mhm. Ist gut, ne? Warte, jetzt mal auf. No shit, ich. Willst du schlafen? Bruder, kann es sein, dass das Bett viel zu klein ist für dich? Nein, Bruder, wenn ich schon aufpasse. Aber sonst, warte mal, gucken wir mal, ob die Lampen funktionstüchtig sind. Test, ob der angeht, ne? Heureka! Oder sieht man nicht so aus? Heureka! Oh! Es geht noch weiter bei uns im Hotel. Umgeben von Shorties, das ist meine Welt. Hab sie vergessen, nur Fokus auf Geld. Wir finden die Sitten davon. Warte nicht auf sie, wenn Freundinnen kommen. Für uns hat der. Mama. Das ist so wie jetzt hier. Und der Bock. Guck mal da, Nürnberg dran. Leute, wir sind jetzt auf Kirmes hier. Bruder, mach mal Überblick. Hab mein Handy hoch, Bruder. Ich mach's. Leute, wo bin ich hier, Alter? Ich schwöre, da wo wir wohnen, Kirmes ist leer. Bruder, wer in Arnhem auf Kirmes geht, ist absolut los, Digga. Bruder, hier ist tausendmal das Geiler. Voll viele Leute, das ist nicht mehr normal, Bruder. Wir haben einen wundervollen Mann getroffen, der sehr gut Musik spielen kann. Und uns auch noch so, wir haben ein bisschen Geld gegeben. Und er hat uns noch so einen weisen Zettel mitgegeben. Schön laut sprechen der hier, ne? Damit jeder. Ich mach die Rückseite.
Die beste Weisheit des Lebens ist, sich nirgends hineinzumischen. Oh, sehr schöne Weisheit. Was sagen Sie dazu? Finde ich sehr weise. Ja, sehr schön. Was arbeiten Sie? Was arbeiten Sie? Sie machen Musik? Wo machen Sie noch? Stell ich mal neben Ihnen. Dann noch mal Ende des Jahres, im Herbst oder so. Und was, wenn der Jahrmarkt gar nicht ist, was machen Sie dann? Oh, da sind Sie dann auf. Oh, sehr schön. Können Sie einmal Kuisch sagen? Tschüss. Nein, Kuisch, Kuisch, aber einmal Kuisch. Können Sie einmal Kuisch sagen? Kuisch. Ja. Sehr schön, danke. Kuisch. So, Leute, wir sind schon ein bisschen später jetzt am Abend hier. Wir haben unsere Straßenbahn, kommt nicht mehr. Und wir müssen jetzt einfach nach Hause, also zum Hotel laufen. Ja. Das wird jetzt ein langer Weg, wir sind schon auf viel gelaufen. Wir haben jetzt gerade Mitte des Weges. Längst Mitte des Weges? Sind wir jetzt hier am Laufen, auf jeden Fall. Mitte des Weges, wie ich gerade schon gesagt habe. Bruder, bist du Mitte des Weges? Ja, und ich habe echt, also, wenn ich da bin, Bruder, sind meine Beine auf jeden Fall am Arsch. Weil dieser, wie soll man sagen, Flohmarkt ist das nicht. Nummer Kirmes. Ja, Bruder, dieser Typ, der gute Opi, ich habe was anderes gesagt. Was hat denn der gesagt? Jahrmarkt. Jahrmarkt-Typ. Ja. Der Jahrmarkt-Typ ist gerade mit uns. Irgendwann. Was geht, Leute? Es ist jetzt morgens, nächster Tag. Ich gehe jetzt gleich ins Badezimmer, mich fertig mache. Ich bin schon früher weg, wenn wir noch zum Bäcker was holen, zum Essen. Und danach ins Stadion, Leute. Gestern haben wir den Abend noch entspannt ausklingen lassen. Und wir nehmen euch gleich, wenn wir beim Bäcker sind, glaube ich, mal mit. Und dann halt im Stadion oder beziehungsweise vor dem Stadion. Ich bin richtig aufgeregt. Und wir sehen uns bis gleich. So, Leute. Wir haben jetzt einen Parkplatz. Wir sind ready for Takeoff. Wo wir sogar mit fahren und wir laufen jetzt. Ja, nochmal. Ich hoffe, dass wir Nürnberg einfach besiegen, weil gar keinen Bock. Wir kassieren jetzt 5 oder 4 Leute. So, Leute, wir sind jetzt hier vorm Stadion Flimmer. Man sieht auch nicht alles, Leute, aber. Bruder, guck mal, diese Lichter, Bruder. Guck mal, hier dann noch wieder Hafen, Bruder. Oh, wie voll das hier ist. Leute, ich bin anders aufgeregt. Ehrlich. Bruder, ich dachte jetzt, richtig aufgeregt. Hier geht's richtig ab, komisch, Leute, Bruder. Wer soll mir gleich Maske aufziehen? Weil gar keinen Bock auf Corona, Digga. Weil ich muss nur einer Corona haben, anderen Corona. 30.000 Leute auf Corona. Ich hab gar keinen Bock drauf. So, Leute, komm mit, wir gehen jetzt Live Reaction, wir gehen rein. Wir haben eingecheckt jetzt gerade. Wir müssen gleich mal gucken, welche Plätze wir sind. Alter, ich bin mich auch aufregend. Geisteskrank, ne? Aber Grundschnitt. Das muss also heute das Bestehen sein. Der HSV mit 28 Punkten, 5 Punkte hinter uns. Aber wir können ja, wie gesagt, noch unten. Das ist der HSV. Ist das riesig, Bruder. Egal, was jetzt. Fünfzehn. Leute, Bruder, wir haben noch die geilsten Plätze. Ja. Gleich, wenn die wieder schon trainieren, Bruder. Was ein Feeling, Leute. Ja. In 10 Minuten, Bruder, geht das Spiel los. In 10 Minuten. 10 Minuten. Ey Leute, ich schwöre, 11 Meter für Nürnberg. Leute,
weiß nicht, was mit Pavlenka privat anstellen würde. Pavlenka würde so viele Sachen privat anstellen, du weißt nicht, wenn er durch. Wenn er hält jetzt, ne? Aber guck mal, Duxch diskutiert auch, Bruder. Das war kein Elfmeter. Der wurde hier vorne und nochmal in. Ach, Köln, im Keller, Philipp, wo ist dein Einsatz? Philipp, wir brauchen dich im Keller, Bruder. Ja, Jungs, mir geht's auf jeden Fall richtig gut. Was sagst du zur ersten Halbzeit? Ja. In die Mau. Also gegen einen Einzelnen hinten durch den Elfmeter. Das ist keine, also es war ein Foul, ja. Aber es wurde davor schon gefoult. Und hier auch davor gefoult. Aber ich gefühlt mich mit der Auto. Wir haben schon ein paar Torchancen uns erarbeitet, aber. Gerade einfach, die Torschance steht 1-1, Duxch trifft einfach die Latte. So wie einfach schon hinspielt. Schön wieder! So Leute, wir sind jetzt wieder einfach zurück in Aalen. Ich habe noch gar keinen Bock mehr. Wir waren in, also nach dem Spiel, das ist 1-1 ausgefallen. Hätte natürlich, also es war noch ein Lattentreffer, wie ich euch davor gesagt habe. Hätte ein 2-1 eigentlich sein müssen. Elfmeter hätte kein Elfmeter sein dürfen. Was soll man machen? Auf jeden Fall 1-1, da sind wir sofort, also nicht sofort, sondern aus dem Stadion auf jeden Fall gegangen nach dem Spiel. Ins Auto und das war so voll alles. Wir haben einfach gar nichts mehr gedreht, wir wollten einfach nur raus aus der Stadt. Und dann waren wir auf der Autobahn, dann sind wir einfach nach Hause gefahren. Dieses ganze Ambiente und diese ganze Atmosphäre da, wenn alle Leute so ausrasten oder so denken, oh mein Gott, Tor. Das ist nicht Tor. Das gleiche wie im Fernsehen. Das oder hab ich im Fernsehen auch nicht kannst du einfach gar nicht damit vergleichen, Bruder. Ehrlich, das kannst du nicht miteinander vergleichen. Definitiv. Ja, aber wenn dann Tor ist, freut man sich ja auch. Sich auch, Bruder. Auch. Aber ich hätte niemals gedacht, so, ich habe gedacht, dass es krass ist, so jetzt im Stadion. Ja. Aber Bruder, ich habe nicht damit gerechnet, mit so eine Emotion, so ein Adrenalin auch. Das war zu krass. Das war echt zu krass. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, haut rein und ciao.